Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 36. Episode von meinem Let's Play Alien Isolation. Ich bin Dave und schon alle neuen Abonnenten, alle neuen Zuschauer und Nicht-Abonnenten zu diesem Let's Play begrüßen. Ich habe das Spiel neu gestartet. Wir sind im Leichenschauhaus von den Androiden angelangt. Oh, hallo. Guck dir den Drecksack an. Der hat sich sogar bewegt. Der hässliche Spast. Und jetzt ist er tot, oder was? Unglaublich, ein Schocker gleich am Anfang. Naja, wir sind im Leichenschauhaus. Ich habe das Spiel neu gestartet. Vielleicht sind jetzt die Soundbugs weg. Ich denke mal schon. Ich hoffe jetzt mal, dass ich Leute looten kann. Aber ich kann sie immer noch nicht looten. Interessant. Sind halt wirklich interessant, dass ich sie nicht looten kann. Das ist echt unfassbar. Wir sind hier komplett im kranken Leichenschauhaus angelangt. Das ist ja echt unfassbar. Aber da haben wir einen Sensor. Ah, ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall sind wir in einem Leichenschauhaus der Androiden angelangt. Oder wir können es auch das Schlachtfeld der Androiden nennen. Ja, was ist mit dir? Du bist tot, auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal. Was finden wir hier? Oh, guck mal. Bewegst du dich oder bist du tot? Das frage ich mich wirklich. Okay, die Augen sind aus. Aber trotzdem bin ich mir gerade unsicher. Guckt euch das hier an. Unfassbar. Hier ist wirklich wie ein Leichnam. Und hier sind alle Androiden tot. Kranke Scheiße. Ich glaube mal, ich muss die hier ausschalten. Dann werde ich es wohl mal machen. Sicher bin ich mir nicht. Aber irgendwie beunruhigt mich die ganze Situation hier. Vorhin habe ich hier noch einen Androiden hier drin gesehen. Was geht hier ab nur für eine Party? Eben überall Leichnam. Unfassbar. So, was haben wir hier? Kann man da dran? Nein, können wir nichts dran machen. Okay. So, da tun wir den nächsten ausschalten. Du. Ich hoffe, dass es auch das Richtige ist, was wir hier tun, wenn ich die ausschalten tue. Aber wenn man X drücken kann, denke ich mal, ist es... Biologische Gefahren, nein, Dämmungsschutz. Oh. Omega, in Sixen finden Sie sich, sollten nicht hier sein. Jetzt bin ich an der Reihe. So, zack. Dass du auf einmal aufwächst, du hässlicher Spast. So. Nein, wir haben keinen Elektroschocker mehr. Das ist bitter. Das ist jetzt bitter wie bitter. Das ist sowas von bitter. Okay, dann muss ich mich wohl oder übel nur noch mit einer anderen Waffe beschäftigen, ne? Dann lass mir mal die Pumpgun bereit. So, Sicherheitsgenerator. Okay, da werden wir dann da gleich reingehen. Aber erstmal durchsuche ich noch hier diese Station. Weil ich habe hier drin noch einen Androiden gesehen. Wo der nur hin ist, frage ich mich. So. Es ist halt hier stockfinster. Unfassbar. So, das habe ich ausgeschaltet. Das da drin habe ich auch ausgeschaltet. Und hier. So, dann schauen wir mal. Das sind wirklich nur Leichnam. Das ist echt unfassbar. Überall Leichnam. Von diesem verdammten Freaks. So. Gut. Bindemittel können wir nicht mitnehmen. Anscheinend. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Naja. Tür öffnen, okay. Das tun wir auch mal ausschalten. Oh. Aber es ist doch offen. Oh! Guck dir den da an! Wo taucht der auf einmal auf? Taschenlampe. Ist hier unfassbar. Wo taucht der Spasti auf einmal auf? Ist hier krass. Das ist hier echt krass. Taucht auf einmal hier. Auf einmal nehmen wir mir auf. Der war vorhin nicht da. So, gut, dann gehen wir erstmal da rein. Ich weiß es jetzt nicht, ob ich wirklich hier rein muss, aber wir können ja mal den Generator benutzen. Das Schrott haben wir genug.
Da. So, oh, okay, das ist schon mal ein größeres. So, aber das war ja kein Problem, es zu lösen. So, gut. Was finden wir hier? Gar nichts. Okay. Ja, Schrott habe ich genug eigentlich. Da ist ja wirklich nichts. Was soll ich in diesem Raum hier? Obwohl, Sprengkapsel, ich habe alles. Das ist ja verarsche gerade. Für was mussten wir hier rein? Aber da drüben scheint irgendwas zu sein. Ah, genau. Es ist eine Ausweiskarte. Die habe ich nicht gesehen. So. Dann gehe ich jetzt mal an den PC dran. So, Schrott. Da drüben. Können wir überhaupt da drüben hin? Way. Nein, ich glaube nicht, oder? Da drüben kommen wir nicht hin, oder? Oder doch, doch, tatsächlich kommen wir hier hin. Okay, aber es ist nichts Besonderes hier. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, gut. Was haben wir hier? Ah, da können wir looten. Nein, ich brauche doch mal ein bisschen Elektroschocker. Das wäre echt sehr gut. So, mal schauen, was wir hier jetzt finden, ne? So, Spedding, ich habe ein paar leere Androiden für diese Sevastopol-Verkaufsvorführung hochgeschickt. Falls Sie das noch nie getan, falls Sie das noch nie getan haben, legen Sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer über eine Verbindung mit Apollo, wenn die neueste Programm installiert. Hoffentlich beißen die an. Russell. Ach, scheiße, jetzt wollte ich noch die Audiodatei. Hä? Du scheiß Android, sahst so gerade aus, als ob du dich bewegen tust. So. Leitender Sixen Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden und zwar zackig. Ja. Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transit. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeks. Oh, da ist er. Vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Oh, Semmels geht aber gut ab, ey. Mein lieber Scholli, ey. Der Bub geht aber richtig ab. Also holla die Walfee. Der hat grad losgelegt. Da bin ich jetzt gerade beeindruckt. Ja, finden Sie Semmels. Den habe ich gerade gesehen, wie ein Androiden mit der bloßen Faust platt gemacht hat. So. Schalter benutzen. Oh, wo sind wir jetzt hier? Oh, hallo. Oh je. Hallo, du hübsche Dame. Du warst auch schnell Geschichte, denke ich mal. Ja? So, finden wir hier was? Können wir was looten? Können wir was irgendwas aufheben? Sensoren haben wir genug. So, was gibt's hier? Guckt mal. So, da ist der, wo singt. Da ist der, wo ein Soldat ist. Der Freundliche, der, wo sich neigt. Der, ich will dich töten. Der, ja, Angela Merkel. Der Denker. Und der Normale. Okay, gut. So, dann gehen wir mal an den PC. Schau mal, was wir hier finden können. Bevor es weitergeht, gibt es hier irgendwas Spezielles? Nö, nur der PC. Semmels, da ist Semmels gewesen. So, dann schauen wir mal,
Was haben wir hier? Pläne für heute Abend. Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anomales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch. Mhm. Da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren, mach dir um die keine Sorgen. Es sind nur Vorführungsmodelle. Nicht mehr lang, ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam den endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Ah ja. Ah, verdammt, 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 ich wollte eigentlich nicht raus. Ah! Verdammte Kacke. So, ja, aber ich will da. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Mensch, diese Ausdrücke, Mensch, Mann! Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden ihre lahmen Witze lachen. Ho, 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 ho. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweilige Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können sich später darüber den Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran. Okay, was haben wir hier? Okay, Termine für Vorführungen im Ausstellung. Null Termine, okay. Date Night, Freitag, okay. 600 Mitarbeiter, Rezeption. Aha, okay. Gut, alles klar. So, was gibt's hier noch? Oh! Abregelung aufheben. Ah, interessant. Okay. So. Sie benötigen einen Termin. Oh oh. Oh oh. Fuck you. Fuck you. Verdammt. Die Drecksäcke, ey. Was für Drecksäcke. Unter Strom stehen. Ja, ja, ja. Oh. Wollen die gerade raus, oder was? Die Drecksäcke. Heieiei. Okay, aber da haben wir einen Speicherpunkt. Oh, EMP-Mine, aber wir haben alles voll. Oh, 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 oh. Molotow-Cocktail, Molotow-Cocktail. Ja, ja. EMP-Mine, das haben wir alles. Ah, Taschenlampenbatterie. Ja, aber Elektroschocker wäre nicht schlecht, hä? Na, 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 na. Ich glaube, das sind viel mehr, wie ich mir schon gedacht habe. Naja, Medikit, Medikit, Medikit. Okay. Gut, dann werde ich die EMP-Minen auf jeden Fall einsetzen, weil ich glaube, das sind mehrere von denen wach jetzt. Dann schauen wir erstmal noch an diesem PC hier, was es hier noch so gibt. Smith, was soll das heißen? Du kannst den Zugang zum Aufzug abgeschlossen? Deine Knarren und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung, hat deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto, Smith. Okay. Was war zum Freigeben? Verdammt. Ich tue zu oft gerade Kreis drücken. So, was haben wir ausschauen? Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen, aber ich habe vor dem Synthetenausstellungsraum mit Waffen und Vorrätelager aufgeschlagen. Das sind mir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smitty ist bei mir und wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Susanne. Lass mich wissen, ob sie bei euch ist. Alles klar. Ja, das ist halt so eine Sache gerade. Abspeichern. Sehr schön. Wunderbar, 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 wunderbar. So, gut. Dann heißt es jetzt EMP-Mine. Auswählen. Molotow, ich habe EMP-Mine. Sehr schön. Und dann machen wir uns jetzt richtig ready für die scheiß Androiden. So. 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 Und jetzt geht's los. So. Hat's dir nicht gereicht? Folge
Nein! Der ist aufgewacht noch, verdammt. Okay. So, und? Sehr schön. So, jetzt warst du's. Geschichte. So. So. Gut, eine tue ich noch einsetzen. So. Drehen. Sehr schön. Sehr schön. Feierabend. Alles in Geschichte. Ah, Schlüsselkarte. Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Ja, ich hab sie sogar schon. Das ging doch take it easy. Gott sei Dank haben wir diese EMP-Minen benutzt. Das ging doch take it easy. So, was war hier drin nochmal? Ich habe jetzt nicht mal genau reingeschaut. Vielleicht gibt's was. Komponente einsammeln, sehr schön. Ansonsten gibt's hier nichts außer Neuverkabelung. So, Gasumleitung. Was hat es zu bedeuten? Ah! Schade. Hätte ich mir ganz einfach gemacht, die ganze Geschichte. Wären sie alle verbrannt, die Drecksäcke. Naja, egal. So, da gibt's nichts. Doch, da war was. Aber davon haben wir genug. Ah, was war da? Oh! Molotow und neuer Bauplan. So, ein bisschen Muni, ein bisschen Muni. Die tun wir auch durchsuchen. Sehr schön. Sehr schön. Ach, Revolvermunition. Da habe ich sau viele Sachen nicht gesehen. Unfassbar. So, EMP-Mine, Taschenlampenbatterie haben wir ja genug. EMP-Mine nehme ich natürlich auch mit. So, aber ein Medikit werde ich jetzt verwenden, dass wir volle Energie haben. Wunderbar, das nehmen wir natürlich auch wieder mit. So, das ist ja wie geschmiert gelaufen gerade. Das freut mich wirklich. Noch eine EMP-Mine haben wir jetzt eigentlich wieder. Drei Minen, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war doch optimal. Also es ist sehr gut gelaufen. Also es freut mich sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, noch ein bisschen Flammenwerfer-Muni wäre noch optimaler gewesen. Aber ich bin zufrieden mit, was wir jetzt eingesammelt haben. Und die Androiden waren auch ganz leichte Geschichte. Ansonsten werde ich hier jetzt abspeichern. Und ich beende hier mit dem Part. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Alien Isolation. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.